4 Tage auf dem Dampfer. Wie war's denn? Ja, sehr schön, ne? Also, wir sind resettet, muss man sagen. Es war wirklich ein Kurzurlaub. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Okay. Ja, also es hat sich viel länger angefühlt und ich glaube, wir haben da was Tolles gelernt mit dem Charterschein und wir kommen auf jeden Fall sehr gerne wieder. Gab es denn Bandenberührungen? Gar keine. Also wir waren immer knapp davor, vor allem am Anfang. Ne? Das war kurz ein bisschen Hektik. Ein bisschen Puls. Aber zu zweit haben wir das sehr gut gemeistert. Ja. Ihr kennt den Eiskanal, wie war es im Rig-Kanal? Spannend. Wir sind ein gutes Set gefahren. Ne? War schön, war gut. Wir haben das echt alles gut gemacht, gut gemeistert. Ich habe es ja ein bisschen mit der Drohne beobachtet. Was war denn am ersten Tag mal los dort? Das war so ein richtiges Frauending. Ne? Wir fahren so los, erstmal in die Richtung. Ohne Plan. Und fahren so rechts raus. Und dann haben wir so festgestellt, da waren wir gestern schon und morgen fahren wir da ja auch hin. Genau. Eigentlich müssen wir in die andere Richtung. Ja. Und dann dachten wir uns, oh ja, alles frei, dann drehen wir halt mal. Ne? Also diese Erfahrung bitte nicht mit in den Eiskanal nehmen. Ne? Nicht verfahren und nicht 180 und drehen. Das ist das Gute, da haben wir einfach eine Strecke, da gibt es kein großes Rechts und Rechts. Genau. Was sind die Highlights im nächsten Winter? Wir haben da so eine Weltmeisterschaft. Ne? Wo ist die denn? Die ist in Sachsen. Da bin ich groß geworden. Da freue ich mich sehr drauf, in Altenberg, Ende Januar. Ja, genau. Seid ihr alle recht herzlich eingeladen, ne? Also auch hier die ganze Hafencrew. Ja, genau, kommt vorbei zur WM. Also es gibt so ein paar, die machen hier gerne einen polnischen, das gibt es halt bei uns nicht. Die müssen dann da bleiben bis zum Schluss. Wir wollen keine Namen nennen. Also ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen hier. Ihr kommt bald mal wieder, bringt viele Rodler mit. Nicht Kopfhörer, sondern Rodler haben wir gelernt. Richtig. Ja, wir haben viele Begriffe hier, die wir brauchen. Hier nicht ohne Pokal nach Hause fahrt, habe ich für jeden von euch, weil ihr so toll gefahren seid. Wir haben schon gesagt, wir können das eigentlich echt immer jährlich reinbringen nach unserem Trainingslager. Wenn wir in Berlin sind. Genau, dann haben wir es nicht ganz so weit. Dann kriegt ihr beim nächsten Mal auch ein gutes Schiff. Folgendes, wir sind jetzt einfach mal ganz bescheiden und sagen, hier auf diesem Schiff wurden gerade die Grundlagen für die Weltmeisterschaft in Altenberg gelegt? Ja, logisch. Ja. Wir haben auf jeden Fall Geduld gelernt. Geduld und wir sind super entspannt, jetzt kann es weitergehen. Alles klar, also dann, macht's gut. Ich habe fast das Gefühl, dass ihr nicht das letzte Mal hier oben drüben seid. Ich denke, wir sehen uns jetzt öfter. Okay. Ich denke auch, ja. Ciao.